Was für ein Anspiel und was für eine Kulisse hier. Ich freue mich so, dass du tatsächlich den Weg hierher gefunden hast ins ICF Villingen, um diesen Heiligabend-Gottesdienst gemeinsam mit uns zu feiern. Ganz kurz möchte ich mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Sarah Rominger. Eigentlich würde heute Abend hier David stehen, mein Mann. Wir leiten gemeinsam das ICF Schwarzwald-Bodensee. Jetzt hat es ihn auch erwischt mit der Grippe und liegt mit Fieber zu Hause, deswegen stehe ich heute hier. Wir haben jetzt dieses Anspiel gehört und ich weiß nicht, ob du vielleicht hier schon jeden Sonntag in diese Kirche kommst und dich wohlfühlst oder du bist heute irgendwie mitgebracht worden von jemand und fragst dich, ja, passe ich hier überhaupt rein? Und ich möchte dir ganz speziell sagen, du bist herzlich willkommen. Weil unser Wunsch ist es nicht, Kirche zu bauen für irgendwelche Superchristen, ja? Die gibt es sowieso nicht. Sondern wir wollen Kirche bauen mit ganz normalen Menschen, wie du und mir. Und das ist der Wunsch, den wir hier als ICF Villingen haben, dass wir eine Kirche sind, die Menschen erreicht mit der Botschaft, die wir heute an Weihnachten feiern. Und ihr habt es im Anspiel ja vielleicht gesehen, hä? Der wunderbare Vater Martin, unser Schuster, ne? Er hatte diese Erwartung an den Heiligabend, wie dieser abläuft. Ne? Zuerst war die Erwartung, dass er sie mit seiner Familie verbringt. Aber durch den Stress und den Trubel, in dem wahrscheinlich jeder von uns steckt, ist diese Erwartung geplatzt. Und seine nächste Erwartung war, und ich meine, die war ja krass, oder? Dass Jesus persönlich gesagt hat, hey Martin, ich besuche dich an Heiligabend. Wenn Jesus das dir jetzt heute gesagt hätte, ich besuche dich in deiner Familie heute Abend, was würdest du erwarten? Was ist die Erwartung, die du hättest? Auf wen wartest du? Was für ein Bild von Gott haben wir? Und darum soll es heute in dieser Heiligabendpredigt gehen, diese Erwartung entgegengestellt zur Realität manchmal, ja. Und ich weiß nicht, wer es kennt, so die Jungen, ne? So die bisschen auf Social Media unterwegs sind. Kennt ihr diesen ganzen Memes von Expectation versus Reality? Dieses, so stelle ich es mir vor und die Realität sieht ganz anders aus. So dieses Ideal, ich stelle mir, oh, den 24. Dezember habe ich mir vorgestellt, dass wir ganz gemütlich ausschlafen, gemütlich als Familie frühstücken, dann irgendwann hierher kommen, ich hier irgendwie im Gottesdienst sitze und wir einen ganz friedvollen Heiligabend haben. Soll ich euch die Realität sagen? Wollt ihr nicht wahrscheinlich, ne? Kinder auf jeden Fall, 5.30 Uhr wach, wann gibt's Geschenke? Und ich denke so, ja, dann ein Chaos, David krank und so weiter. Aber so oft haben wir das. Wir haben eine Erwartung von etwas. Vielleicht hast du die Erwartung, ne? Oft ist es so dieses Erwartung von, oh, wir haben da eine Familie, kleine Kinder, so schön, so romantisch. Realität, ja, habe ich gerade schon kurz erwähnt. Kein Schlaf, Windeln wechseln, solche Dinge. Welche Erwartung und Realität hast du? Wo kollidieren Ideal und Real in deinem Leben? Und wenn wir 2022 anschauen, ist es tatsächlich in vielem wahrscheinlich ein Jahr gewesen, wo bei jedem von uns in diesem Raum die Erwartung von dem, was wir von diesem Jahr uns erwünscht haben, kollidiert ist mit dem, was tatsächlich passiert ist. Du hattest vielleicht dieses Ideal, was passieren würde, was du erleben würdest, wem du begegnen würdest, dass du es endlich gelingst, ein Jahr in Frieden und Freude zu leben. Und die Realität war so brutal anders. Aber ich möchte dir sagen, du bist mit diesem Erwartung und Realität, mit diesem Clash nicht alleine. Weil wenn wir jetzt mal zurückgehen in der Geschichte, und da brauche ich jetzt mal euer Vorstellungsvermögen, gell? Aber das habt ihr ja. Das habt ihr, gell? Und zwar nicht 2000 Jahre zurück, das ist ja jetzt mal noch, das wird man noch hinkriegen an Heiligabend, oder? So Zeit, Geburt Jesu. Sondern ich brauche jetzt mal euer Vorstellungsvermögen, dass wir 2700 Jahre zurückgehen. Wer weiß, was das für eine Zeit war? Schwierig, ne? Ich helfe euch. Die Zeit, wo Jesaja gelebt hat im Volk Israel. Und dieser Jesaja in diesem Volk Israel,
hatte ein Wort für dieses Volk, das die Erwartung hat wachsen lassen. Dieses Wort wurde 700 Jahre jährlich oder fast täglich wiederholt und gelesen und gelesen. Und in dieses Wort wollen wir jetzt mal gemeinsam reingehen. Also bleibt noch in gedanklich vor 2700 Jahren, ja? Das kriegt ihr hin, ja? Gehen wir mal in Jesaja 9, die Verse 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Ewiger Gott, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und lest es jetzt bitte mal nicht aus eurer Brille von hier 2022, sondern lest es mal aus der Brille von vor 2700 Jahren. Du liest es und was erwartest du? Also wenn ich solche Worte lese, erwarte ich, dass da eines Tages ein starker Herrscher kommen wird. Aber der sowas von mächtig sein wird, der eine Weisheit hat, wie es alles übersteigt. Wahrscheinlich eine Schule der Erkenntnis und akademisch höchster Abschluss, also mindestens, ja. Und ein starker Gott, hey, also einer, der ein Herrscher, den das Volk Israel bisher nie gesehen hat. Und dieser Herrscher, der wird es endlich schaffen, dass das Volk Israel keine Kriege mehr kämpfen muss. Dass es endlich auf dieser Welt keinen Streit mehr gibt. Endlich auf dieser Welt kein Leid mehr gibt. Das heißt doch hier, oder? Friede Fürst. Der Fürst, der Frieden bringen wird. Und lesen wir mal weiter. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Also dieser Herrscher wird nicht nur mächtig, er wird nicht nur schaffen, dass endlich Weltfrieden herrscht, sondern sein Reich wird ewig sein. Und ich meine, wenn du, ihr seid ja in der Zeit damals, ne? Dann kennt ihr sicherlich auch König David. Der hat gethront in einem Palast wie kein anderer König. Der war auf dem Thron, voller Herrscher, voller Prunk und voller Reichtum. Habt ihr die Erwartung, die das Volk Israel damals hatte? Ich habe es hier mal versucht, mit diesem Bild zu veranschaulichen. Die Erwartung des Volkes damals, auch vor 2000 Jahren, war dieses Bild von einem mächtigen Herrscher, der endlich den Weltfrieden bringt. Weil die Juden waren damals vor 2000 Jahren unter römischer Herrschaft. Sie haben erwartet, dass sie befreit werden. Sie haben erwartet, dass das Leid weg ist, dass endlich einer kommt, der für sie einsteht. Aber auch hier kollidiert Ideal mit Real. Weil die Realität sieht anders aus. Die Realität sah so aus. Die hatte nichts von Macht, die hatte nichts von Herrschaft. Und ganz ehrlich, sie hatte auch nichts von Weltfrieden. Jesus hat nicht den Weltfrieden gebracht, als er vor 2000 Jahren auf diese Erde kam. Jesus hat nicht die Befreiung gebracht, die die Leute erwartet haben. Und selbst der Feind, als Jesus in die Wüste geht und versucht wird, stellt Jesus die Frage, wenn du wirklich, also wenn du wirklich der Messias bist, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Und was der Feind tatsächlich gesagt hat, ist, also wenn du wirklich Gott bist, wenn du wirklich der bist, der Jesaja versprochen hat, dann wirst du das Problem mit dem Welthunger regeln. Und du wirst Weltfrieden bringen. Diesen Satz hören wir heutzutage auch immer wieder. Wenn ihr wirklich die Kirche Gottes seid, warum gibt es dann noch Hunger auf dieser Welt? Wenn du wirklich ein Christ bist, warum gibt es noch Streit? Warum gibt es Leid? Und Leute, das ist eine Frage, der müssen wir uns stellen. Jesus kam, aber er brachte keinen Weltfrieden. Jesus und der Weltfrieden ist dieser erste Punkt, den ich habe. Jesus kam und er brachte keinen Weltfrieden. Aber was brachte er dann?
Also ich meine, wenn Jesus so drauf gewartet wurde, wenn er der Messias ist, was brachte er dann? Und diese Frage stellte zum Beispiel auch Josef Ratzinger in diesem Buch Jesus von Nazareth. Kleine Lektüre-Empfehlung, Leute. Wer noch kein Buch hat in den Weihnachtsferien, ich liebe das Buch. Also super. Und er schreibt tatsächlich, aber was hat dann eigentlich Jesus gebracht, wenn er nicht den Weltfrieden, nicht den Wohlstand für alle, nicht die bessere Welt gebracht hat? Was hat Jesus gebracht? Und Ratzinger schreibt, die Antwort lautet ganz einfach. Gott. Er hat Gott gebracht. Den wahren Gott hat er zu den Völkern der Erde gebracht. Warum wir Weihnachten feiern, ist, weil Jesus Gott brachte. Und so oft denken wir, unsere Erwartungen sind größer und wir haben das erwartet und denken, oh, das Ideal oder die Realität verpufft. Aber was Jesus brachte, ist so viel wertvoller, so viel mächtiger, so viel herrlicher, so viel ewiger als jeder Weltfrieden, als jedes Ding, was wir uns auf der Erde nur wünschen würden, weil er hat Gott gebracht. Schätzen wir das, was Jesus vor 2000 Jahren gebracht hat? Kennen wir diesen Gott, den Jesus brachte, weil es war ein größeres Geschenk als Weltfrieden? Es war ein größeres Geschenk, als dass alle deine Umstände, wie schlimm sie auch aktuell sein mögen, weg sind. Dieses Geschenk ist größer. Dieses Geschenk ist Gott selbst. Jesus brachte keinen Weltfrieden, sondern Frieden mit Gott. Und in Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Frieden mit Gott ist das größte Geschenk, das wir haben können. Und wir in dieser Kirche erklären das oft anhand von 4 Symbolen, wo es heißt, dass dieser liebende Gott, dieser ewige Gott, dieser mächtige Gott, und dafür steht dieses Herz, weil Gott ist Liebe, es sich so sehnt, bei dir zu sein. Immanuel heißt beispielsweise der Herr mit uns. Dieser Gott sehnt sich. Aber ihr seht dann als zweites Symbol diese Abzweigung. Wir merken, unsere Lebensrealität ist ganz oft so, dass wir nicht mit diesem Gott laufen. Jeder von uns hat durch sein Leben, durch die Verfehlung, durch das Egoistische, durch das haben wir diesen Weg, sind wir abhanden gekommen und können nicht mehr Frieden mit Gott haben. Kein Mensch schafft es aus eigener Kraft, Frieden mit Gott zu schließen. Das gelang einzig und allein durch Jesus, der selbst Gott ist, indem er am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat und dort starb, damit wir jetzt in dem leben können, in dieser Herrschaft Gottes, und dafür steht die Krone, diesem ewigen Reich, das aber anders aussieht, als wir vielleicht für eine Erwartung haben. Und wenn du heute hier bist und diesen Frieden mit Gott noch nie geschlossen hast, wenn du merkst, du hast im Inneren noch nicht diesen Frieden mit Gott, wo du weißt, du bist ausgesöhnt mit diesem Gott und du weißt, dass dieser Gott, dass du eine Ewigkeit mit ihm verbringen darfst, dann möchte ich dir nachher im Anschluss die Möglichkeit geben, dass du diese Entscheidung heute an diesem Weihnachten 2022 machen darfst. Weil Jesus kam und brachte, damit wir Frieden mit Gott haben können. Aber Jesus brachte nicht nur Frieden mit Gott, sondern Jesus brachte auch Frieden in Gott. Was heißt denn das jetzt? Frieden in Gott. Nachdem wir Frieden mit Gott haben, hat Jesus uns was verheißen. Er hat ein Geschenk für uns. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt die Bibel lesen, dann lest dieser eigentlich dicke Teil ja das Alte Testament. Ne? Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum ist dieses Alte Testament, warum nimmt denn das so viel Raum ein und was hat denn das überhaupt mit mir zu tun? Im Alten Testament geht es darum,
wie das Volk Israel, das in Gefangenschaft war, durch eine Zeit der Wüste in ein verheißenes Land kommt. Und ja, im Alten Testament ist dieses verheißene Land ein geografisches Land. Aber im Hebräer 1 bis 4 wird diese ganze Geschichte im Alten Testament übertragen auf dich und mich. Dass wir alle Menschen waren, die in Gefangenschaft gelebt haben und Gott hat ein verheißenes Land für uns. Wisst ihr, was das verheißene Land ist? Haben wir uns das schon mal gefragt? Was ist das verheißene Land, das Gott für uns bereithält? Und in Hebräer 4 heißt es, es ist der Friede in Gott, die Sabbatruhe Gottes. Das ist das, was Jesus für dich heute an diesem Weihnachten bereithält. Ein Land, in dem du leben kannst und drin sein darfst. Und dieser Friede ist keine Abstinenz von Problemen, sondern die Gegenwart einer Person. Dieses verheißene Land, dieser Friede ist eine Person. Frieden ist eine Person. Wenn wir in ihm, wenn wir in Jesus sind, können wir in unserem Leben Frieden haben, egal wie die Umstände sind. Und Jesus selbst sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das Geschenk für dich an Heiligabend wünsche ich mir, dass du diesen Frieden heute wieder empfangen darfst, auch wenn du Jesus schon kennst. Dass du den empfangen darfst und nicht einen Friede, den die Welt gibt. Weil die Welt, ganz ehrlich, wie stellen wir uns Frieden vor manchmal in der Welt? Ne? Dass ich stelle mir immer so einen Wellness-Tag vor, Achtsamkeit, Yoga, Kerzchen, Tee, ne? Und dann habe ich endlich Frieden. Aber Leute, das ist kein echter Frieden. Echter Frieden ist ein Frieden, der von Gott kommt. Und ich habe es vorhin versucht zu veranschaulichen. Wir hatten vorhin einige Kids drin, aber ich glaube, auch diesmal haben wir ein paar Kids hier im Raum. Weil ich möchte euch was fragen. Also, ich hoffe, ich bin noch up to date mit der Kids-Generation. Wer von euch kennt das Spiel noch Hochfangi? Ja, super. Wer kennt es auch aus unserer Generation noch? Also ich wurde, okay, ich muss zugeben, ich wurde belehrt vorhin. Es heißt eigentlich, warte, wie heißt es? Boden ist Lava, Boden ist Lava. Kennt ihr das? Yes, yes. Oh, Leute, ich bin noch bei vor 20 Jahren stehen geblieben. Aber dieses Spiel geht so. Fangen kennt ihr, ja? Es gibt einen Fänger im Sportunterricht und der versucht, die anderen zu fangen. Aber hochfangen, es geht so, du wirst verfolgt von dem Fänger und musst rennen. Und wenn du es schaffst, irgendwo weiter oben zu sein, dann kannst du nicht gefangen werden. Kennt ihr, oder? Also wer es nicht kennt, hol's nach. Das ist super. Hochfangen, ja? Und dieses Spiel, Hochfangen, hat mehr mit unserem Leben zu tun, als wir meinen. Weil so oft werden wir doch in unserem Alltag verfolgt und sind getrieben von irgendwelchen Leuten, die uns einfangen wollen. Von irgendwelchen To-Dos, von irgendwelchen Abgabeterminen, von irgendwelchen Jobverpflichtungen, von irgendwelchen Erwartungen, die die Welt an uns setzt. Und unser Leben sieht aus, dass wir eigentlich nur verzweifelt rennen und gar nicht mehr wissen, wo kann ich denn jetzt hin? Wo habe ich diesen Frieden? Wo muss ich nicht immer nur auf der Flucht und im Stress und in der Hektik sein? Aber hochfangen, und das ist das Evangelium von Weihnachten, ist, dass es jemand gibt, eine Person, in der wir sein dürfen und wo wir nicht mehr gefangen genommen werden von dem Treiben und den Umständen in unserem Leben. Du darfst in Jesus sein. Bleibe du in ihm und er in dir. Und du wirst diesen Frieden empfangen, den Jesaja verheißen hat mit Friede Fürst. Einen Frieden, der wertvoller ist als alles andere. Weil dieser Frieden ist kein Lifestyle, sondern es ist eine Beziehung mit dieser Person Jesus. Und auch wir müssen uns tagtäglich fragen, bin ich
in ihm? Oder renne ich wieder wie eine Verrückte hin und her und lass mich treiben und renne aus dem verheißenen Land und renne aus diesem Frieden raus? Und deswegen möchte ich jetzt gern mit euch beten. Zwei Gebete, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und zwar das erste Gebet ist ein Gebet für dich, wenn du sagst, du möchtest Frieden mit Gott schließen. Wo du dir vielleicht nicht sicher bist, ob du diesen Frieden mit Gott überhaupt schon mal geschlossen hast. Wo du dir nicht sicher bist, wo es nach dem Tod weitergeht. Wo du nicht sicher bist, ob wirklich Leben, göttliches Leben in dir ist. Das ist das erste Gebet, das ich sprechen möchte. Und das zweite Gebet, das ich sprechen möchte, ist für all diejenigen, die merken, sie landen doch immer wieder beim Hochfange hier unten und verlieren diesen Bezug, den Frieden, der eine Person ist. Ja? Und ich würde es so machen für das erste Gebet, dass ich immer einen Satz vorbete und du darfst nachbeten. Und ihr dürft gerne die Augen schließen. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dass dieser Heiligabend-Gottesdienst nicht nur ein Gottesdienst ist, den man halt so besucht, weil man es macht, sondern dass du dir ehrlich die Frage stellst, bin ich versöhnt mit Gott? Wir wissen nicht, wie unser Leben weitergeht. Wir wissen nicht, wo wir morgen oder nächstes Jahr stehen werden. Die einzige Frage, die zählt, ist, kennst du ihn und kennt er dich? Und wenn du es bist, darfst du heute Abend diese Entscheidung treffen und das größte Geschenk empfangen, das es gibt. Und mit den ganzen Augen geschlossen, ich weiß nicht, ob du so mutig bist, vielleicht kurz deine Hand zu heben, wenn du sagst, ich möchte heute diesen Frieden mit Gott schließen, dann signalisier mir doch ganz kurz einfach mit einem Handzeichen. Dankeschön. Vielen Dank, dürft gerne die Hand wieder runternehmen. Und ich möchte jetzt immer einen Satz vorbeten und ich fände es cool, wenn wir als Gesamtgemeinde einfach mitbeten. Danke, Jesus, dass du vor 2000 Jahren auf diese Erde kamst und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich gebe dir meine Sünde und empfange deine Vergebung. Wasche mich rein. Fülle mich. Ich möchte dir von heute an bedingungslos nachfolgen. Amen. So ein simples Gebet, aber es kann dein Leben für immer verändern. Und für uns andere möchte ich auch noch beten. Danke, Jesus. Ich bete einfach, ihr müsst nicht nachbeten. Einfach so. Dass du der Friedefürst bist, der kam vor 2000 Jahren. Der Friedefürst, der anders erwartet wurde, aber so viel besser und so viel heiliger ist. Und Jesus, ich bete, dass wir wie neu jetzt an diesem Weihnachten unsere innerlichen Augen geöffnet werden für das Wunder, das passiert ist damals in der Krippe. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Abend mit Frieden kommen möchtest. Ein Frieden, der die Welt nicht geben kann. Ich bete für jede einzelne Person in diesem Raum, dass sie erleben darf, dass in dir als Person, in deiner Gegenwart, Friede und Hoffnung ist. Ich bete, dass Dinge, die noch so von 2022 so offen sind, immer wieder hochkommen, dass da jetzt einfach dein Friede draufkommt. Jesus, du hast gesagt, du hast ein Geschenk für uns und es ist deinen Frieden. Und diesen Frieden wollen wir jetzt heute Abend annehmen und darin bleiben. Jesus, hilf uns, in dir zu bleiben. Danke, Jesus. Amen. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und tipp auf Abonnieren und auf die Glocke, dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm doch mal sonntags vorbei in einer von unseren Locations und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden, wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest. Vielen Dank für alles, was du gibst.
Uns wird es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung und dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast, hey, dann lass es uns auch wissen. Wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus. Uns freut's, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.